Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um eine Frage so rund um die Energiewende. Wie soll das eigentlich funktionieren? Es gab nämlich einen spannenden Kommentar unter einem unserer letzten Videos, der mich auch provoziert hat, direkt darauf zu antworten. Und ich möchte das nochmal hier in dem Video ein bisschen auseinandernehmen. Dafür habe ich den Kommentar hier mal abgespeichert. Ihr seht das hier im Notepad-Editor hier neben mir stehen. Wie kann die Stromversorgung ohne die grundlastfähige Atom-, Kohle- oder Gasstrom gewährleistet werden, zumal wir keine Akkus oder Wasserstoff in nennenswerten Mengen haben, die auch nur annähernd hier einspringen können? Und das ist ja durchaus eine berechtigte Frage, ne? Wie soll denn diese Energiewende überhaupt funktionieren? Und das ist so der erste Eindruck. Auf den zweiten Blick ist das aber streng genommen so gestellt keine zulässige Frage. So funktioniert das nämlich nicht. Denn was da steht, ne? Wie kann die Stromversorgung ohne diese Kraftwerke funktionieren? Wie kann eine Versorgungssicherheit gewährleistet werden? Obwohl wir ja keine Akkus oder Wasserstoff haben, um eine Speicherfunktion wahrzunehmen. So, was steckt jetzt hinter dieser Fragestellung? Zumal wir, ich betone es mal folgendermaßen, jetzt keine Akkus oder Wasserstoff haben. Das ist die wichtige Erkenntnis. Heute, September 2021, haben wir nicht genügend Akkuspeicher, nicht genügend Power-to-Gas-Anlagen, um das, den überschüssigen Strom in künstliches Gas umzuwandeln, ne? Also Wasserstoffproduktion und dann meinetwegen noch weitere Methanisierung, haben wir ja nicht in ausreichendem Maße. Wir haben Pilotanlagen, was Power-to-Gas angeht. Wir haben auch jetzt schon teilweise in Norddeutschland eine wachsende Erzeugungsinfrastruktur rund um Wasserstoff. Und eben, wie gesagt, die weitere Methanisierung. Und wir haben, ich sag mal, einen Fortschritt, was die Lithium-Ionen-Akkus angeht und vor allem auch die Alternativen dazu, die deutlich weniger auf seltenen Erden basieren, ne? Also die deswegen auch noch nachhaltiger werden. Na, es kommt voran, aber natürlich, wir haben nicht genügend, um damit die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Und natürlich haben wir auch gar nicht genügend Erzeugungsinfrastruktur aus erneuerbaren Energieanlagen. Wir haben nicht genügend Solar- und Windanlagen. Keine Frage, haben wir nicht. Haben wir jetzt nicht. Deswegen hier habe ich es mal dazu geschrieben, jetzt. So. Aber wie kann die Stromversorgung, wann eigentlich genau, ohne diese grundlastfähigen Kraftwerke funktionieren? Weil niemand, absolut niemand sagt ja, dass wir morgen diese Kraftwerke abschalten. Niemand, nicht mal die Grünen. Ne? Also nicht mal die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, dass wir im September 2021 oder zum Jahreswechsel 2022 diese ganzen Kraftwerke abschalten. Wir werden Ende 2022 die letzten Atomkraftwerke praktisch vom Netz haben. Das sind noch ein paar, ja klar. Das können wir weitestgehend abfedern. Gezwungenermaßen werden wir ein bisschen mehr Produktion dann aus anderen fossilen Quellen haben. Das ist erstmal so. Aber auch die restlichen fossilen Kraftwerke werden eben bis 2038 jetzt erstmal nach gesetzlichen Planen abgeschaltet. Das sind immerhin noch anderthalb Jahrzehnte, ein bisschen mehr als anderthalb Jahrzehnte. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir machen es schneller, ne? Also es gibt ja auch genügend politische Forderungen, auch gesellschaftliche Forderungen, vor allem wissenschaftliche Forderungen, wir müssen deutlich früher aussteigen, sage ich ja auch, dann reden wir aber trotzdem von einer Transformation, die so ein Jahrzehnt dauert. Und dann wird es nämlich interessant, ne? Wie kann die Stromversorgung, sagen wir mal ganz angenommen, 2030 ohne die grundlastfähigen Kraftwerke funktionieren? Naja, indem wir bis dann eben doch diese Akkus haben, ne? Indem wir bis dann zubauen, indem wir bis dann unsere Erzeugungsinfrastruktur schaffen. Diese Fragen, die es ja auch jetzt gerade vor der Bundestagswahl oft in diesen Talkshows gibt, na, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Die sind ja denkfaul, ja, weil es immer darum geht, dass wir eine Transformation schaffen. Und wir sind das Land nicht nur der Dichter und Denker, wir sind das Land der großen Ingenieure, ne? Muss man auch mal sagen. Ja? Viele Leute sind irgendwie so super stolz darauf, deutsch zu sein. Naja, dann sollten wir ja auch mal wohl es schaffen können, so Herausforderungen zu bewältigen. Und diese Herausforderung ist auch gar nicht so mega kompliziert. Ich gehe jetzt hier mal wieder von dieser Frage weg, weil ich glaube, ihr habt das jetzt so genüge verstanden, worüber ich reden will.
Wir haben jetzt in den letzten Jahren es geschafft, bis dorthin zu kommen, dass etwa die Hälfte des in Deutschland erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen kommt. So, und wir hatten, das wissen wir alle, nicht unbedingt die allerbesten regulatorischen Rahmenbedingungen dafür, dass ein Energiewende auch wirklich immer weiter voranschreitet. Ja, wir hatten verschiedene Mechanismen in der Förderung aus dem EEG kommend, die eben nicht dafür gesorgt haben, dass wir über die letzten Jahre immer noch viel Solaranlagen und Windanlagen dazugebaut haben. Da müssen Hürden abgebaut werden. Ein paar sind jetzt auch aufgeweicht und der Rest wird hoffentlich in einer nächsten Bundesregierung schnell angegangen, damit wir eben doch durchaus mehr erneuerbare Erzeugungsanlagen zubauen. Es gibt fast niemanden, der sagt, wir brauchen das nicht. Alle sind sich einig, wir brauchen mehr erneuerbare Energien als Erzeugungsanlagen in Deutschland. Dann müssen wir das jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit machen. Wir müssen die 2020er Jahre nutzen, um immer mehr Solaranlagen, Windanlagen und auch noch mal zu schauen, wo haben wir noch Potenziale rund um Wasserkraft. Aber auch da sind wohl verschiedene schon ältere Anlagen teilweise auch stillgelegt worden, wo wir sagen, da haben wir doch Laufwasserkraftwerke, kann man auch nochmal nutzen, ist aber nicht besonders viel. Wir haben keine riesigen Wasserfälle wie in China, wo man mehrere große Kraftwerke ersetzen kann, indem man einfach ein großes Wasserkraftwerk hinbaut. Nein, haben wir alles nicht. Wir müssen vor allem mit Solar- und Windkraft arbeiten. Ist erstmal so. Dann müssen wir die halt zubauen. Ne? Das muss halt gemacht werden. Die müssen zugebaut werden. Auf fast jedes Dach eine Solaranlage und schon haben wir mehr Produktion, als wir bräuchten. Wenn wir die dann gleichzeitig speichern können. So, dann wird es ja interessant, okay, wir müssen Speicheranlagen bauen. Ne? Am besten dann wirklich auch so ein paar Alternativen, die nicht immer auf Lithium-Ionen-Akkus basieren, wo seltene Erden verwendet werden, andere Ressourcenprobleme dahinter stecken. Wir müssen ein bisschen nachhaltiger werden in diesen Aspekten. Keine Frage, müssen wir machen. Also Speicheranlagen bauen in verschiedener Art und Weise. So, das über ein Jahrzehnt hinweg. Und dann sollten wir ja wohl in der Lage sein, diese grundlastfähigen Kraftwerke, von denen ja immer gesprochen wird, einfach abzuschalten, weil wir die gar nicht mehr brauchen. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt über dieses Jahrzehnt zubauen, naja, dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, ja, dann müssen wir ja jetzt mal langsam die Kraftwerke abschalten. Die schalten sich dann schon von alleine ab. Denn was auch immer verschwiegen wird in diesen pseudopolitischen Diskussionen, ist ja, dass die Energiewirtschaft, ja, die gerade die Kraftwerkskonzerne selbst schon sagen, naja, also wir werden es relativ bald auch die Kraftwerke stilllegen. Weil die lohnt sich heute schon oft nicht mehr. Also es ist oft genug, heute schon wirtschaftlich nicht mehr lohnend, ein konventionelles Kraftwerk laufen zu lassen. Haben wir auch an verschiedenen Stellen schon erklärt, warum. Kurz gesagt, wir haben Brennstoffkosten, wir haben Emissionskosten, die steigen. Wir haben viel Infrastruktur drumherum, viel Personalkosten. Während aber der Preis, den ich dann erzielen kann, zum Beispiel an der Strombörse, die ganze Zeit schwankt. Und wenn ich so einen Erzeugungspreis habe, ne, Grenzkosten für die erzeugte Kilowattstunde sind hier, aber der Preis schwankt die ganze Zeit und dann schwankt er mal so richtig runter und ich erzeuge und ich kriege weniger Geld, als ich eigentlich bräuchte, naja, dann ist so ein konventionelles Kraftwerk nicht gerade lohnenswert zu betreiben. Und die konventionellen Kraftwerke haben das Problem, dass sie so groß sind mit ihrer Brennkammer, dass sie eben nicht sofort runtergefahren werden können. Die produzieren dann halt im Minus und dann produzieren die halt im Minus. Und dann produzieren die noch weiter im Minus und irgendwann ist die Portokasse leer. Ja, also die Situation haben wir an verschiedenen Stellen schon gesehen und einige Kraftwerke, auch vor allem einige junge Kraftwerke, wurden direkt bei den letzten Kohleausstiegsausschreibungen von der Bundesnetzagentur eben auch nominiert und die Kraftwerksbetreiber wollen raus. Ne? Die wollen die gar nicht weiterlaufen lassen. Und dann gibt es aber die Herausforderung, dass ja eine Bundesnetzagentur sagt, naja gut, diese Kraftwerke brauchen wir noch eine Weile. Die müssen noch weiterlaufen, wir erlauben denen gar nicht vom Netz zu gehen. Und das ist immer noch so eine Fallback-Situation. Auch wenn wir uns politisch das Ziel setzen würden, dass wir in 3 Jahren alle Kraftwerke abstellen wollen, dann kann das ein Gesetzgeber sogar so sagen, aber sie würden trotzdem nicht abgestellt werden, wenn die Bundesnetzagentur sagen würde, brauchen die aber. Wenn die Übertragungsnetzbetreiber mit der Bundesnetzagentur sagen, wir brauchen diese Kraftwerke aber in einer bestimmten Reservefunktion zum Beispiel, dann laufen die weiter. Auch wenn das Gesetz sagt, bis 2038 ist der Kohleausstieg gemacht, wenn die Kohlekraftwerke bis 2039 immer noch gebraucht werden würden, dann würden die weiterlaufen. So ist eben auch das deutsche Recht dann aufgebaut schlussendlich. Die reelle Notwendigkeit steht immer über dem Gesetzgeber an dieser Stelle. Ja, das sagt ja auch der Gesetzgeber an anderer Stelle. Also das, aber dann ist es kompliziert, kann man aber erstmal so annehmen. Sollten wir es nicht zubauen, würden die Kohlekraftwerke auch einfach weiterlaufen. Aber
sie lohnen sich dabei ja gar nicht. Die Kraftwerksbetreiber selbst finden das gar nicht so toll, die Kraftwerke noch so ewig lange weiterlaufen zu lassen. Sie finden es eher toll, jetzt nochmal ein bisschen Geld abzusahnen für die Stilllegung, weil, naja, da füllt sich die Portokasse wieder. Ne? Also, worauf läuft es hinaus? Wir müssen schlussendlich so schnell wie nur möglich Kapazität im erneuerbaren Energiesektor zubauen, Solaranlagen, Windkraftanlagen. Wir müssen Speicher zubauen. Und dann sind wir in der Situation, dass wir schlussendlich diese konventionellen Kraftwerke ganz gezielt abschalten können, jedes Jahr ein paar mehr. Und warum ist das auch noch notwendig? Was wir an solchen Diskussionen oft nicht hören, und dann finde ich, dass es richtig denkvoll, wenn man immer so sagt, oh ja, erneuerbare Energien, Energiewende, immer müssen wir diese Kraftwerke ändern. Das ist ja gar nicht die entscheidendste Stelle, an der es notwendig wird, eine Veränderung herbeizuführen. Denn unsere gesellschaftliche Veränderung der letzten Jahre und Jahrzehnte und vor allem die allgemeine Digitalisierung sorgt dafür, dass sich das Verbrauchsverhalten von Menschen ändert. Und nicht nur das Verbrauchsverhalten von Haushalten, dazu können wir auch gleich nochmal, auch das Verbrauchsverhalten von Gewerbetreibenden, von Industrieunternehmen. Und wer sich ein bisschen schon mal beschäftigt hat mit der Stabilität eines Stromnetzes zum Beispiel, weiß ja, wir müssen ungefähr genauso viel Strom produzieren, wie wir ihn verbrauchen. Ein Stromnetz muss ausgeglichen sein. Im Gasbereich ist es am Ende auch ähnlich. Na, da, wo es verbraucht wird, muss auch Gas praktisch langfließen, damit wir es verbrauchen können. Es geht immer darum, Energiemengen auszugleichen. Wenn aber der Mensch sich heute anders verhält als noch in den 90er Jahren, geschweige denn in den 70er Jahren, weil heute der Trend zum fünften Smartphone und zur dritten Konsole und zum wahrscheinlich fünften LED-Fernseher und auch noch da ein Toaster und dann noch Elektro-Herd und andere Dinge eben gehen und dann noch irgendwelche Smart-Home-Geschichten laufen und das Verbrauchsverhalten sich einfach deutlich gewandelt hat im Vergleich zu den 90er Jahren, sagen wir mal, wo gerade der erste Gameboy rauskam. Dann ist ja auch klar, dass so die bisherige Annahme, wie wir mit Energieverbrauch umgehen, das sogenannte Standard-Last-Profil, eben nicht mehr ausreicht, um ein stabiles Stromnetz auch immer sicherzustellen und herbeizuführen. Dass wir immer sagen, oh ja, diese ganze volatile Erzeugung, all diese schwankenden Solaranlagen und Windkraftanlagen, so schlimm. Ja, die Verbrauchsseite ist nicht besser. Und die Verbrauchsseite wandelt sich sowieso. Und da können wir als Energiewirtschaft auch nichts dran ändern. Egal, selbst wenn wir gar nicht zubauen wollten, wir müssen flexible Kraftwerke bauen, damit wir auf die Flexibilität der Verbraucher reagieren können. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist es umso deutlicher geworden, als eben Homeoffice immer öfter dann natürlich gekommen ist und auch Kurzarbeit oder dann eben Entlassungen ohne Ende kam. Also natürlich auch noch Industrieunternehmen sich anders verhalten haben, als es bisher gewohnt waren. Und wenn jetzt Homeoffice so völlig alltäglich ist, aber eben vielleicht auch zufällig passiert, ne? Also bin ich mal am Dienstag und dann am Freitag im Homeoffice und in der anderen Woche am Mittwoch und am Donnerstag, dann funktioniert ein Standard-Lastprofil erst recht nicht mehr, in welchem nämlich gesagt wird, na, ein Kunde wird sich ungefähr so und so verhalten. Und der verbraucht im Jahr so und so viele 1000 Kilowattstunden und dann ist sein Verbrauchsverhalten in etwa so. Also nehmen wir an, dass der in dieser Viertelstunde so viel verbrauchen wird. Das machen wir in der Energiewirtschaft. Wenn ich das Startups erzähle, wie wir in der Energiewirtschaft mit Energiemengenbilanzierung umgehen, dann schlagen die sich vom Kopf und fragen sich, ob das wirklich so sein kann im 21. Jahrhundert. Aber ja, wir arbeiten ja so, dass wir für die meisten Kunden, für Haushaltskunden, wo zugegebenermaßen die Energiemengen nicht so gefährlich sind, aber wir trotzdem nur einmal im Jahr ablesen und dann annehmen, über den Daumen gepeilt, wie der sich wann verhalten wird. Spätestens jetzt, in dieser Corona-Zeit, aber auch in der weiter digitalisierten Zeit mit mehr Homeoffice-Ansätzen, aber eben auch mit deutlich mehr elektrischen Geräten, elektronischen Geräten, die sich ja auch unterschiedlich verhalten, ist das einzelne Verhalten des Verbrauchers nicht mehr standardisierbar. Es ist flexibel, es ist individuell. Und das wirkt sich natürlich auf das Stromnetz aus, auf das Verbrauchsverhalten. Und wenn sich das Verbrauchsverhalten ändert, müssen wir auch das Erzeugungsverhalten darauf anpassen. Das können wir nicht mit großen, konventionellen, unflexiblen Kraftwerken. Da ist das Gaskraftwerk noch am nahesten dran, weil es ist relativ klein und das können wir halbwegs flexibel hoch und runterfahren. Nach ein paar Minuten ist da auch mal eine Produktion verändert. Das geht. Aber ein Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk und so weiter, das geht halt alles nicht damit. Und auch Gaskraftwerke nur zu einem gewissen Teil. Wir müssen also ganz dringend die Produktionsseite ändern und tatsächlich, was machen wir bei einer Windkraftanlage? Man kann die stoppen. Wenn sie zu viel produziert, kann man sie von Netz auf gleich anhalten. Und eine Solaranlage kann man auch vom Netz nehmen.
Geschweige denn, wenn ein Speicher noch mit im Haushalt zum Beispiel ist, einfach die Produktion direkt einspeichern, dann auch ins Elektromobil und dann kann man es wieder ins Netz einspeisen lassen zum Beispiel. Na? Also da haben wir ganz andere Möglichkeiten, mit der Erzeugerseite umzugehen. Und genau dann wird es eben funktionieren, weil wir die Flexibilisierung der Verbraucherseite eben auch mit einer Flexibilisierung der Erzeugerseite beantworten. Die Energiewende muss also passieren, allein schon wegen uns allen. Nicht, weil wir irgendwie eine Energiewende wollen und wir irgendwie erneuerbare Energieanlagen bauen wollen. Das müssen wir machen, weil wir uns nicht mehr so verhalten wie in den 70er, 80er, 90er Jahren, wo alles standardisiert funktioniert hatte. Das ist auch eine Realität der Energiewirtschaft, die oft überhaupt nicht in politischen Diskussionen beachtet wird. Lasst euch also nicht veralbern, wenn ich nehme das Video jetzt relativ kurz vor dem Bundestagswahl 2021 auf. Lasst euch nicht veralbern, wenn es immer so darum geht, ach ja, und mit irgendwelchen Innovationen machen wir die Energiewende. Ja, Bullshit. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass wir komische Dinge erfinden. Wir haben alles da und wir müssen es jetzt mal machen, weil unser Netz davon bedroht ist, dass wir alle uns nicht mehr standardisiert verhalten, dass wir alle individuell sind. Und das sollen wir auch sein. Aber genau deswegen müssen wir auch jetzt unsere Erzeugungsseite ändern und unser Netz intelligenter gestalten mit mehr Sensorik und mehr Aktoren, um eben darauf reagieren zu können und unser Netz steuern zu können. Auch deswegen kommt ein Redispatch 2.0 ganz dringend, damit wir eben viel, viel öfter auf unvorhergesehene Situationen, auf Flexibilisierung reagieren können. Naja, auch das ist Realität. Also schaut mal, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, dass es mehr als nur diese Seite gibt, die immer so sagt, naja, komm hier, erneuerbare Energieanlagen bauen, weil die Grünen wollen das und diese Klimamenschen, diese Fridays for Future-Leute wollen das. Ja, nee. Die Energiewirtschaft will das, weil dadurch unsere aller Existenz leichter wird. Und wirtschaftlicher, übrigens ja auch noch. Aber auch das haben wir schon mal auseinandergenommen. Soll also heißen, naja, wenn wir noch auf diese Frage zurückkommen, mit, naja, wie kann denn die Stromversorgung ohne grundlastfähige Kraftwerke funktionieren? Ja, indem wir halt ein paar Jahre Zeit haben, alles umzubauen. Und dann müssen wir es halt aber auch umbauen. Und dann haben wir die Erzeugung, dann haben wir die Speicher und dann haben wir flexible Verbraucher und alles kann halbwegs aufeinander abgestimmt werden. Und dann funktioniert es auch. Ganz einfach. Naja, okay, war mal wieder ein etwas längeres Video rund um so eine grundsätzliche Frage der Energiewende. Aber ich glaube, auch das ist wichtig. Und soll es für heute dann auch gewesen sein. Alles klar. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.